Yeah, der erste Kilometer ist drinne. Boah, ey, Berge, also für meine Verhältnisse. Ich bin schon total übersäuert, die Oberschenkel sind schon kaputt und überhaupt, ich kann gar nicht mehr. Ich muss Pause machen. Restaurant, Hotel, das ganze Programm. Nee, Quatsch. Was steht an? Ich bin auf jeden Fall erstmal 2,5 Tage mindestens alleine unterwegs. Dann kommt wieder der Martin hinterhergereist und springt mit auf. All dieweil 4 Kilometer zum Startpunkt des Karstwanderweges. Also wenn ich Sorge gehabt habe, dass es am Karfreitag zu überfüllt sein könnte, dann bin ich jetzt zumindest die erste halbe Stunde angenehm überrascht worden. Ja, geil. 10 Tage habe ich Zeit jetzt, mich schön auszutoben. Die Wettervorhersage ist bombig. Momentan vermutlich so was bei um die 20 Grad. Bisschen kühles Windchen. Ist aber sehr angenehm. Ah, ich habe total Bock. Kilometer habe ich schon auf der Uhr und wie ihr gerade gesehen habt, Startziel Karstwanderweg. Das hier ist Waldautobahn at its best und jetzt ist hier schon wieder Nirvana angesagt. Awesome. It's pretty nice though. Ich hab mir gedacht, ich mache die Pause erst, wenn ich oben bin. Und es hat sich gelohnt, denn ich wurde mit dieser Aussicht belohnt. Hier ist sonst total tote Hose. Pause machen. Ich überlege mir, ob ich mir einen Kaffee koche. Auf jeden Fall muss ich mal mein Wasser mit Geschmack versetzen. Ich habe einen trockenen Mund. Und die Beine sind schlapp. Es gibt Trailporn vom Allerfeinsten. Ihr könnt es schon hinten sehen. Ah ja, da komme ich her. Sind Aussichten dabei. Krass. Schöner Einstieg für den ersten Tag. Kann ich mich leider überhaupt nicht beschweren. Ich hoffe, es bleibt die nächsten 9 Tage so oder so ähnlich. Weil das wäre einfach sehr schön.